Situation. Ich stehe hier ganz alleine in der Wettkampfstätte. Das ist Cesarea unter Vöhring, in der morgen die deutschen Meisterschaften der Männer und Frauen im Freistil um 9.30 Uhr beginnen werden. Wenn ich jetzt lauter spreche, hört man, dass ich hier ganz allein in dieser Halle stehe. Ich nutze auch diese Gelegenheit nochmal, um liebe viele Grüße auszurichten an alle, die morgen erst anreisen werden, beziehungsweise die sich schon auf dem Weg befinden und alle, die schon da sind. Wir werden morgen um 8 Uhr vor Ort sein und unsere Technik aufbauen und werden dann 2 Tage lang hier diese deutschen Meisterschaften der Männer und Frauen im Freistil begleiten. Unser Schwerpunkt liegt aber eher bei dem Hintergrundgeschehen. Wir werden also von den Kämpfen werden wir euch leider nicht berichten können. Ein Highlight-Spot ist vorgesehen, allerdings, wie ihr es kennt vom letzten Jahr, eher die Emotionen, die dann nach einem Sieg oder auch nach einer Niederlage hier am Mattenrand stattfinden. Wir werden viel auch ins Publikum gehen und schauen. Wir werden sehen, wie läuft so eine Meisterschaft ab, Wettkampfbüro und alle diese Dinge technisch wie auch organisatorisch, was zu tun ist. Und wir möchten nochmal die Gelegenheit nutzen, hier diese Halle, die jetzt mehr oder weniger fertig ist, nach, weil ich weiß, über einem Tag Aufbau. Heute war nochmal Feinschliff, Abnahme durch den DRB. Und auch morgen werden wir, also speziell jetzt vom Kamerateam her, nochmal ein paar Feinarbeiten machen müssen. Aber eher unbedenkliche Geschichten. Die Halle ist eigentlich soweit fertig, dass morgen pünktlich um 9:30 hier die ersten beiden Kämpfe stattfinden können. Ganz kurze Anmerkung, haben wir auch jetzt gerade erst erfahren. Man hat es aber gestern schon riechen können, wo die Matte gespannt worden ist, oder die Matten, dass diese beiden Matten, die jetzt hier auslegen, tatsächlich noch nicht benutzt worden sind. Benutzt heißt, da fand noch kein Kampf drauf statt. Das heißt, morgen Matte 1 und 2, die ersten Kämpfe, sobald die Ringer die Matte betreten, werden diese Matten hier eingeweiht. Ganz nett ist auch, man sieht es ein bisschen im Hintergrund. Ich hatte immer auch oft das Problem, in der Halle, hier sind 2 Matten, bei 3 Matten zu finden, wo ist Matte 1, wo ist Matte 2, wo ist Matte 3. Du hast ja immer nur diese A4, maximal A3 Schilder, die unmittelbar unterm Kampfrichtertisch hängen. Hier ist es für die Zuschauer wirklich sehr gut gelöst. Man sieht die doch relativ riesengroßen Luftballons, die auch mit ein bisschen Wasser gefüllt sind, damit sie dann wirklich ruhig über der Matte schweben. Ich finde eine nette Idee, auch die Farbe passt super im Kontrast, gelb-gelb zu den Matten. Und es gibt so viele Kleinigkeiten, Details, die man hier sieht, die werden wir euch Ihnen dann morgen zeigen. Man fühlt sich hier wohl in der Halle, es ist auf jeden Fall eine angenehme Atmosphäre, selbst jetzt ohne Publikum. Ich bin ja wirklich der Einzige in dieser Halle. Und der Vorteil von dieser Halle ist auch, das wird man dann morgen sehen, vielleicht sieht man es auch jetzt schon ein bisschen, man sitzt hier wirklich unmittelbar an der Matte. Also man hat jetzt hier nicht mehr viel Abstand zu den Matten. Man sieht das Mattenende, dann kommt eigentlich gleich schon der Kampfrichtertisch und dahinter ist eigentlich schon die Barriere und wo dann auch schon der Zuschauerraum beginnt. Und gut gelöst ist aber hier auch dieses Tribünensystem, weil selbst der Kampfrichter, wenn er sitzt, der Kopf immer noch unterhalb ist der ersten Zuschauerreihe, weil die erste Reihe doch auch schon angehoben ist. Also rein zuschauertechnisch ist die Sache auch wirklich super gelöst und für mich auch wirklich diese Nähe zur Matte und zu den Kämpfen durch dieses ziemlich eng beieinander gerückte. Und mehr will ich jetzt noch nicht sagen. Wir werden dann morgen auch nochmal das Ganze etwas hinterleuchten und die Halle vorstellen. Wir waren vorhin schon mal kurz drüben in der Aufwärmhalle. Das ist auch ein Riesenvorteil hier. Der Cesarea hat der angebaut, Neubau. Und in dieser Halle, wo sonst der Cesarea ringt und auch trainiert. Dort sind 3 Matten ausgelegt, wohl gesagt 3 Matten, also mehr als eigentlich hier ausliegen. Und dort können sich dann die Sportler warm machen oder einfach auch chillen zwischen den Kämpfen. Und da werden wir morgen auch mal speziell reinschauen. Vielleicht kriegen wir auch einige von den Ringern, wenn sie möchten, wenn es die Zeit erlaubt. Und ihr wisst ja selber, man muss sich auf den Kampf vorbereiten, nicht nur körperlich, auch physisch. Und wir wollen auch ungern jemanden stören oder aus dem Konzept bringen. Aber
wir werden versuchen, vielleicht morgen ein paar von den aktiven Ringern auch vor die Kamera zu bekommen. Ich sage jetzt hier an dieser Stelle auf jeden Fall erstmal Servus aus Unterföhring und morgen sind wir dann am Start. Um 9:30 geht's los und würde mich freuen, wenn diese Meisterschaft möglichst verletzungsfrei, reibungslos abläuft. Die Voraussetzungen dafür sind geschaffen und ich bin richtig heiß drauf, morgen hier um 8:30, wenn es losgeht, wenn die Halle gefüllt ist, wenn die Stimmung hier bebt und die Meisterschaft eröffnet wird. An dieser Stelle viele Grüße aus Unterföhring und bis morgen. Servus, ciao.